Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Interessiert dich das Schloss Eckstetten noch? Mhm. Moment, wir fahren in das Schloss am Stetten. Am Stetten. Das ist doch ein Büchernauf. Ich habe Büchernauf. Das ist nicht weit weg von uns. Ist das ein Schloss? Ja, das ist nämlich das Schloss, wo der Erzherzog Ferdinand und seine Frau begraben sind. Die haben dort nämlich, das war eine Familie im Sommersitz für die Habsburger. Und die sind dort begraben und da erfährt man die Geschichte von Jana halt. Weißt du, das war der, der was noch dem Franz Josef eigentlich der Nachfolger werden hätte sollen. Den haben sie aber in Sarajevo damals ermordet. Ganz jung. Mit seiner Frau. Das heißt, ist der dann halt der Nachfolger geworden. Aber da erfährt man eben auch was, wenn euch das einmal interessiert. Das ist nicht weit weg von uns. So ein kleines Schloss zum Anschauen mit einem schönen Schlosspark und einem kleinen Kaffee. Die Mama hilft. Da erfahrt man was? Auch was über die Geschichte von den Habsburgern und die sind sogar dort begraben. Ich habe mir das damals wie in der Volksschule bei mir, haben sie das von der Volksschule damals angeschaut. Die haben die in Sarajevo ermordet. Das war der Neffe von Franz Josef. Franz Josef hat ja dann keinen Sohn mehr gehabt. Und da war es dann wieder so, dass nur die Burschen die Nachfolger waren. Sind. Das heißt, es wäre sein Neffe dann Nachfolger geworden. Aber der war halt dann in Sarajevo mit seiner Frau. Sind sie da durchgefahren. Und die haben, das war ein gezieltes Attentat, die war halt so ein, so wie es ist, ja, der Mörder von Montenegro. Mit dem haben sie, glaube ich, geschlafen. Und seine Frau auch. Haben die ihn gehängt? Nein, der hat dann bestraft, aber es nutzt nichts, dann hat es keinen Nachfolger mehr gegeben, dann ist dann der sein Bruder, glaube ich. Und somit war dann die Regentzeit vorbei? Naja, im Prinzip ja, noch ein bisschen ganz Josef dann schon. Der Kopf von Franz Josef war die Regentzeit groß. Haben die ihn nicht gehängt? Ist die Tochter von Na, Maria Theresia. Ja, die Maria Theresia haben es dann auch gelebt. Hä? Ja. Nee, die wo hat doch dann in einem Turnier gespielt. Ja, die haben es eingesperrt, das stimmt, aber dann haben sie es freigelassen. Zug nach Amstetten. Nächster Halt, next stop, Lohndorf. Jetzt erzähl mir die Geschichte noch mal. Welche Geschichte? Hat ihn da nie was. Erzähl mir die Geschichte von dieser Antoinette. Von der Maria Antoinette? Ja. Die Maria Antoinette war die Tochter von der Maria Antonia, hat sie eigentlich geheißen. Aber weil sie den König von Frankreich geheiratet hat, haben sie es dann im Französischen heißt Maria Marie und Antonia ist Antoinette und die Mutter von Maria Antoinette geheißen. Und die Maria Antoinette, die war mit dem französischen König damals verheiratet und da war aber dann die Zeit der Revolution. Das heißt, die Leute haben
das nicht so akzeptiert und haben den König sozusagen verbannt. Und dann haben sie die königliche Familie eingesperrt und unter anderem halt eine Dinge Tochter. Das war die Marie Therese Rüdiger, was wir unlängst gesehen haben. Und die Tochter haben sie dann mit eingesperrt. Und die war damals halt noch ein Kind. Ich habe gesagt, ich soll als Kind schon weiter von vorne, aber trotzdem, sie war ein Kind. Und die Eltern haben sie dann im Königreich und die Mutter dann etwas später. Die sind dann halt auch ermordet worden und die Tochter haben sie aber, weil das Kind war, geschont. Und die war dann eben lange Zeit eingesperrt und dann haben sie nicht gewusst, wohin mit ihr. Und dann haben sie es nach Wien geschickt, weil sie eigentlich eine Wiener Abstammung gehabt hat. Also, die Großmutter war halt immer der Rest. Aber die hat dann auch nicht mehr gelebt natürlich. Und dann haben sie es zu einem Onkel oder was in der Bohine gebracht. Und die haben aber keine rechte Freude mit ihr gehabt und dann war sie dort auch nicht sehr glücklich und dann hat sie relativ bald geschaut, dass sie wieder und wieder weggeht von ihm. Und ganz zum Schluss ist sie aber dann, glaube ich, wieder nach Wien zurück. Also nach Wien nicht, aber nach Niederösterreich irgendwie zurückgekehrt. Und haben die Kinder noch wieder geschossen?
Aufstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Amstetten. Nächster Halt, next stop, Melk. Thank you.
halt nicht zu, Mann. Ich kann nicht helfen, wenn ich schon auf dem Klo muss. Ja, das passt schon. Und dann wieder sieht ich dann an. Was? So los hier. Wenn er so gut drücken will. Ja, hab ich. Und in welchem Style mir um? Bitte in den Chaps dazu. Und dann? Mama, warum? Weil man nicht immer heiratet. Wenn der Mann stirbt, heißt das nicht, dass man so gut wieder heiraten muss, man kann. Aber man tut das nicht immer. Aber dann, wer hat sich dann um die Kinder gekümmert? Ich war ja auch schon erwartet, dass ich bin bei der einen schon tot. Nur zwei waren schon tot. Und die Mia die Marie Valerie, die hat noch gelebt, aber die war ja auch schon erwachsen. Und die hat ja noch Kassel Gisela. Die war da schon tot. Aber keine Nachfolger für die Sissi. Kinder waren im Prinzip die Nachfolger. Und warum hat dann der Franzose wieder ein Kind genommen? Wenn Edi Mutter dann gestorben ist? Ja. Wenn die Mutter gestorben ist, die war ja schon alt. Die war auch schon alt. Der wollte dann kein Kind. Die meisten Leute heiraten dann. Manche heiraten dann auch, manche mit dem. War der Franz Josef Standesamt oder Kirche? Beides. Hä, warum beides? Naja, die waren halt normal verheiratet und das ist so, dass beides passt. Aber bei denen überhaupt so ein Standesamt? Ja, Standesamt, ich würde es damals schon machen. Ob der Maria Therese ist, das alles dokumentiert wird, schon das Kind. Was? Das war schon. Da hat er auch versucht und dann ist das halt auf Freddy gesetzt. So, ja.
Und jetzt verstehen wir.